So, Hallöchen, einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich euch. Ich habe mir jetzt mal gedacht, ich stelle euch mal meinen neuen, frisch auf 70 gebackenen Totenbeschwörer vor. Und ich zeige euch mal, wie ich mir jetzt da ein Bild zusammengebastelt habe und so weiter und so weiter. Wir starten einfach mal und schauen mal ins Spiel rein. So, da sind wir angekommen. Wie gesagt, der Totenbeschwörer ist jetzt frisch Level 70 geworden. Und ich habe mir das Ganze so gedacht, ich möchte auf Diener-Schaden gehen. Ja? Ich möchte so viel Schaden wie möglich mit meinen Dienern machen. Und da habe ich mir jetzt einfach mal Folgendes überlegt. Fangen wir einfach mal kurz mit dem Bild an. Ja, als primäre Attacke habe ich mir die Knochenstacheln ausgesucht, um einfach schön von hinten aus der Entfernung heraus Damage machen zu können und unsere Essenz aufzuladen. Ja? Bei der Sekundärfähigkeit habe ich mich für den Skelettmagier entschieden und dabei für den Skelettbogenschützen. Das heißt, ich spamme den, sodass immer so viele wie möglich davon auch mit auf dem Feld sind und ja, Schaden machen. Des Weiteren habe ich mich für Reanimieren entschieden. Es liegen ja während dem Spiel überall dann Leichen der getöteten Feinde rum und diese versuche ich dann immer zu beleben. Und ja, ich versuche dann natürlich immer die 10, den Stack von 10 aufrechtzuerhalten. Und ja, damit hätten wir schon wieder ein paar Diener mehr, die mit uns rumlaufen. Dazu natürlich die Skelette mit der Rune Raserei, den Golem, dem ich die Rune Blutgolem gegeben habe. Und nachher noch die Armee der Toten. Dann bei den passiven Fähigkeiten habe ich mich einmal für Zahnbewehrt entschieden, um einfach den Schaden unserer Knochenstacheln zu erhöhen. Des Weiteren die Angriffsgeschwindigkeit von Knochenstacheln erhöhen mit rasche Ernte. Verlängerte Knechtschaft dafür, dass unsere Skelettmagier und die Diener, die durch Reanimieren beschworen wurden, dass die noch erhöht werden. Und zum Schluss noch verbotene Schöpfung, um einfach den Dornschaden der Diener zu erhöhen. Ja? Und beim Thema Dornschaden sind wir dann nämlich auch schon beim springenden Punkt. Und zwar versuche ich bei der Ausrüstung natürlich, wo auch immer es möglich ist, irgendwie hier Dornschaden noch mit drauf zu kriegen, um einfach den Damage dieser Diener zu erhöhen. Ne? Des Weiteren hier Equipment wild zusammengewürfelt, das, was ich halt so schnell auf die Schnelle gefunden hatte und so weiter. Da natürlich ganz wichtig, sich einen Stein irgendwo in Halsäule in den Ring zu packen, der den Schaden der Diener erhöht. Und dann wäre an sich die Grundidee dieses Builds eigentlich schon komplett. Ja. So war der Gedanke. Und das Ganze sieht dann wirklich inzwischen so aus, dass man relativ gut auch wirklich mit diesem, ja, sag ich mal, wild zusammengewürfelten, schlechten Equipment dann doch zurechtkommt. Ich starte gerade mal ein Nephalem-Portal. Und wir schauen uns einfach mal ganz geschwind den Damage an. Es ist, wie gesagt, hier nicht sonderlich hoch und es ist nicht, ja, nicht für irgendwelche High-End-Portale. Es ist eigentlich wirklich dafür gedacht, um hier am Anfang schön ein bisschen voranzukommen und sich Zeug farmen zu können. Es ist nämlich so, wenn man die meisten Guides, die man sich so aus dem Internet raussucht, die sind alle irgendwie darauf ausgelegt, dass man schon sein Equipment komplett hat und so weiter und so weiter. Und ich sag mal, mit diesem Bild hier kann man eigentlich auch super leveln. Und man hat am Anfang einfach eine solide Grundlage. Es ist jetzt nichts für irgendwelche Speed-Runs oder sowas. Es ist wirklich einfach nur dafür, um so ein bisschen Spaß mit dem neuen Totenbeschwörer zu haben. Und wir sehen, wir haben hier unsere 7 Skelette, unseren Golem. Dann schaue ich immer, dass so viele wie möglich Skelettbogenschützen gespawnt sind. Und natürlich dann so viele wie möglich Leichen zu reanimieren, um hier einfach ja, genügend, upsa, um hier einfach genügend Diener auf dem Feld zu haben. Das Komische ist nur, dass die Skelettbogenschützen nicht so spawnen, wie ich die Taste drücke. Das Ganze läuft bei der PlayStation-Version irgendwie besser. Ich weiß nicht, wo hier der Fehler liegt an der PC-Version. Bei der PlayStation habe ich doch eigentlich auch immer 10
10 Skelettbogenschützen auf dem Feld. Hier gelingt mir das irgendwie ganz selten. Hier 9, okay. Ja, und wir sehen, wir kommen in einem Qual 6 Portal eigentlich relativ gut voran. Es ist jetzt nichts für High-End-Gamer und ja, es ist wirklich zum ein bisschen eine Grundlage haben. Für Leute, die nicht wissen, wie sie den Charakter spielen sollen, was sie genau ja, anfangen sollen. Und ich komme damit relativ gut klar. Es dauert zwar ein bisschen, aber mir macht es Spaß. Und ich hatte eben, wie gesagt, die Grundidee, Diener, 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 Diener. Ja? Da würden sich natürlich noch ein paar andere Waffen anbieten und auch andere Gegenstände. Aber das ist nachher alles. Das wird mit der Zeit kommen. Und ja, in diesem Sinne, denke ich, habe ich die Message rübergebracht, die ich rüberbringen wollte. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, ein Like, ein Abo und so weiter und so weiter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin haltet die Ohren steif und ciao.